ist übrigens auch meine Mama. Hallo. Ciao. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Und wir sind wieder in Tropea. Yay, voll schön. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Es ist heute ein bisschen windig, ne? Heute ist leider rote Fahne. Das Meer ist sehr, sehr aufgebracht. Schaut mal, es ist auch super gefährlich. Gestern in den Nachrichten haben wir gehört, dass 4 Menschen leider gestorben sind. Die sind ertrunken, eben wegen diesem Wellengang. Die spielen jetzt gerade hier Ping-Pong, die haben trotzdem Spaß. Wir machen jetzt natürlich das Beste draus. An sich, diese Meeresluft, die ist total gesund, sagt auch meine Mama, ne? Diese Meeresbrise, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, also auf Italienisch heißt es Salsedine. Deswegen bleiben wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier und dann gehen wir heute wieder hoch zum Pool. Aber wie gesagt, die Jungs haben auf jeden Fall Spaß und wir machen definitiv das Beste draus. Da ist der Stromboli. Und da ist der Luigi. Er hat Spaß. Wellenreiten macht er. Okay, jetzt bin ich nach. Jetzt haben wir erstmal so ein Teil hier gekauft, ne? Weil in Deutschland haben wir ja so wenig davon in der Garage, ne, Lassie? Ja. Egal, 4 Euro haben wir jetzt bezahlt, das geht. 7 Euro wollt ihr haben. Wir bauen jetzt was. Na, Lassie, bauen wir mal eine Burg oder irgendwas. Das Wetter ist nämlich nicht so gut, leider. So sieht's aus, das Meer heute leider nicht so gut. Da ist mein Lieblings-Bagnino. Na, eigentlich ist es nicht Bagnino auf Italienisch. Der ist halt zuständig für die Liegen hier. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und eigentlich gibt er mir immer da vorne in der ersten Reihe meinen Platz, wenn ich komme. Aber heute sind wir sehr spät gekommen, erst um 11:30 oder so. Das war natürlich nichts, ne? Kann er mir nicht die erste Reihe geben. Also, wir bauen jetzt was. Ja. Max, hilfst du mit? Komm, Max, halt mal ein bisschen mit dir. Auf geht's. Nicht so faul. Alessandro hat was ganz Schönes gebaut. Nachdem das Meer ja heute nicht so prickelnd ist, ne, zum Schwimmen, hat er sich dazu entschieden, was zu bauen. Da bin ich wieder. Ich bin total kaputt. Wir kommen gerade vom Meer. Man kann es sehen, auch von meinem Gesicht her kann man es erkennen. Ich bin total fertig. Die Sonne, die schlaucht mich derartig, aber es ist natürlich wunderschön. Wir duschen jetzt und machen uns soweit ready, denn es gibt dann Abendessen. Ich freue mich schon total, dass ich nichts kochen muss, ganz klar. Aber davor mache ich meiner Mama jetzt noch ein Haarserum auf die Kopfhaut, denn meine Mama hat mich vor ein paar Monaten angerufen und hat mir erzählt, dass sie Haarausfall hat und dass ihre Haare viel dünner geworden sind. Und mich hat eine Firma angerufen, ob ich nicht ein Produkt testen möchte, aber ich brauche das im Moment Gott sei Dank nicht. Ich habe mir aber gedacht, nachdem ich euch schon ein paar Haarvideos online gestellt habe und mich ganz, ganz viele immer wieder fragen, was man denn machen kann, eben wenn man dünnere Haare bekommt, wenn man viel Haarausfall hat und so weiter. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal, beziehungsweise meine Mama soll das mal für euch testen. Und das hat sie tatsächlich getan. So sieht das Produkt aus und wir tragen das jetzt gemeinsam auf. Und ich kann euch wirklich sagen, dass meine Mama jetzt ganz, ganz glücklich ist. Also sie trägt sich jeden Tag auf, das ist natürlich auch wichtig. Und meine Mama ist super kompliziert mit ihrer Haut, mit allem immer irgendwie allergisch. Also die reagiert auf alles. Und da sind so richtig coole Inhaltsstoffe, dass da gar nichts passiert ist. Und das wollte ich euch eben erzählen. Mir war das super wichtig, dass ich natürlich auch ehrlich bin mit euch, dass ich das testen durfte. Wenn ihr Probleme habt, kann ich euch das auf jeden Fall schon mal empfehlen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich das bei meiner Mama auftrage. Die sitzt hier schon bereit und dann zeige ich euch natürlich, wenn wir zum Abendessen gehen, wie wir uns ready gemacht haben, ne? Ist auch dringend notwendig, würde ich sagen. Also, los geht's. Also hier ist dieser Aufsatz dabei. Das ist natürlich richtig gut für die Dosierung. Und ihr könnt
dann genau die betroffenen Stellen eben perfekt behandeln. Ihr geht hier so drüber, schaut, das ist ganz einfach. Einmal täglich fahrt ihr so drüber. Ihr müsst euch die Haare danach nicht mehr waschen. Das Ganze dann so 1 bis 2 Minuten schön einmassiert, der Kopfhaut, und das dann schön einwirken lasst. Und ihr könnt danach eure Haare ganz normal stylen, föhnen, was auch immer, was ihr halt immer so mit euren Haaren macht. Und der Aufsatz hier, der ist halt richtig genial. Wenn ihr natürlich dann in Urlaub fahrt oder irgendwo hin, dann müsst ihr euch das wieder abschrauben, ne? Zumachen. Und dann könnt ihr das auch schön transportieren. Wir sind jetzt fertig, geduscht und ein bisschen aufgefresht. Ich glaube, man sieht einen Unterschied. Meine Haare föhne ich natürlich nicht. Draußen sind es noch über 38 Grad. Ne, Lassie? Der absolute Wahnsinn. Und da sind die ganz schnell trocken. Und wir gehen jetzt runter zum Abendessen. Ich muss mich beeilen. Ich wollte euch eigentlich von dem Thiocin-Haarserum noch ein bisschen was erzählen. Das mache ich dann noch im Laufe des Videos. Ich muss mich nämlich jetzt echt beeilen, weil die Hunger haben, die Männer. Und ja, meine Mama ist soweit auch schon fertig. Und wie gesagt, ich erzähle euch später noch ein bisschen was dazu. Und wir gehen jetzt runter. Ich habe nämlich richtig doll Hunger. Du auch? Ja. Das Meer ist richtig anstrengend. Na, Lassie. Mhm. Und die Sonne und ja. Ja. Okay, also, lasst uns zum Abendessen. Ich nehme euch wieder mit. So, wir haben richtig doll Hunger. Aber die streiten gerade irgendwie. Also, was heißt streiten? Streiten ist das falsche Wort. Wir diskutieren. Das ist das richtige Wort. In Italien diskutiert man. Meine Kinder fragen mich manchmal, Mama, streitest du gerade mit der Oma? Nein, wir reden gerade. Wir reden halt sehr laut, aber die diskutieren. Also so richtig laut. Und es geht irgendwie nicht los. Hast du Hunger, Max? Ja. Max hat Hunger. Lassie? Ja. Ich habe auch Hunger. Hallo? Das Meer macht voll Hunger. Was ist jetzt hier los? Wir gehen mal gucken. Ich zeige euch mal, wie die rumdiskutieren, die Italiener. Das machen sie extra die Tür zu, damit wir nicht zuhören. Sieht alles wieder so lecker aus hier. Also das ist die Vorspeise, ne? So sieht es aus. Und was isst meine Mama natürlich wieder? Fisch. Nee, war nicht viel. Nicht viel Fisch, na gut. Ah, Fisch. Und was isst der Max natürlich wieder? Salat. Lecker. Ich habe jetzt Gnocchi mit Gorgonzola bekommen und meine Mama, komm mal, wie heißt nochmal? Schalatelli. Schalatelli, also so heißen die. Mit Fisch. Mit Fisch, da sind die Scampis. Ja, lecker. Lasst euch schmecken. Danke. Heute gibt es als zweiten Gang Lachs für meine Mama. Und dann haben wir das jetzt hier noch für den Max, das ist Bresaola. Für die Kinder gibt es Schnitzel und zwar Vitello. Und hier noch eine Käseauswahl für die Vegetarier unter uns. Und hier haben wir noch Nachtisch, Cannuolo Siciliano. Ja. Lecker. Was macht der Max da drinnen? Hast du was gefunden? Oh, ich habe das oder? Ja, das ist Limone. Limoncello? Ja. Okay. Gott, ist hier ein Chaos. Hilfe! Tutti mare! Ich habe hier gerade meinen privaten Chauffeur. Der Alessandro schippert mich ein bisschen übers Meer. Da ist er. Hat seine Flossen an. Die nächste rechts, bitte. Okay. Die Mama veräppelt euch immer, ne? Oh, das ist so herrlich hier. Es ist einfach traumhaft. Bitte nicht so wackeln, okay. Herr Chauffeur. Sonst wird es der Mama schlecht. Und dann muss ich brechen. Dann wird das Wasser ein bisschen weggehen. Ey, ich habe noch nie über die Reling gebrochen, hallo? Ich beherrsche mich. Okay, ich muss doch in Fahrtrichtung fahren. Jetzt wird es mir wirklich schlecht. Außerdem sind hier voll die Wellen. Geht so. Go, go, go. Bisschen mehr Gas. Also ich bezahle sie ja hier auch. Hallo? Ah, schon besser. Links bitte, da vorne können wir parken. Ich habe Angst. Schaut mal, wie schön das Wasser ist. Ganz klar, da sind auch ganz viele Fische, die man sehen kann. Richtig schön. Ist richtig schön hier. Und da hinten ist Capo Vaticano. Da hinten. Und da sind wir, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Meine Männer haben hier die Stelle im Meer gesucht, auf der man stehen kann. Und da steht er jetzt, der Lassie. Seht ihr? Er steht quasi auf den Stein.
Jesus Superstar, ne? Hat er gesagt. Weil er kann übers Wasser laufen. Eieiei, wie das wackelt. Okay, ich glaube, ich brauche jetzt noch einen Eimer. Nein, Leute, ich mache nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Da kommt mein Lassie angeschwommen. Lassie! Hä? Komm her, mein kleiner Fisch. Super. Bring mich mal wieder ans Ufer. Ja, ich habe sie schon gesehen, die Fische. Bring mich mal wieder ans Ufer, bitte. Okay. So, wir fahren jetzt wieder zurück. Go, Lassie. Mein Chauffeur. Ein bisschen mehr Gas. Dann spritzt es aber. Ist nicht schlimm. Dann habe ich eine kleine Abkühlung. Ist doch gut. Was macht denn der Papa da hinten? Angeldates oder was? Dann lock immer ins Meer und los. Meine Lieben, ich zeige euch ganz kurz meine Bikinis, weil ihr mich danach gefragt habt auf Snapchat. Den hier, den habe ich euch schon gezeigt gehabt, der ist von Roamwear, der ist so, so schön. Problem bei dem Bikini hier ist, dass da kein Höschen mit dabei war. Das ist natürlich ein bisschen doof, da muss man ein wenig improvisieren. Diese drei hier, die sind von Dresslink. Der hier gefällt mir besonders gut, weil es so ein Off-Shoulder-Oberteil ist. Ist ja richtig süß angezogen, auch die Farbe gefällt mir gut. Bei dem Höschen ist allerdings das Problem, dass man hier dann ja einen Abdruck hat. Und noch schlimmer ist es bei dem hier, also da hatte ich echt ja voll den Abdruck. Ich werde halt super schnell braun und dann sah das halt irgendwie nicht so schön aus, aber angezogen sieht er halt total gut aus. Und bei dem Oberteil hier das Gleiche, da sind halt hier diese Bänder und dann ja wird man halt so ein bisschen... Also wenn man sich bräunt, quasi ungleichmäßig braun, aber mir macht das halt gar nichts aus. Und das hier, das ist halt ein Badeanzug, auch ein bisschen ungewöhnlich für mich, aber ich fand den so genial auf dem Bild. Und angezogen sieht der richtig schön aus, also ihr habt halt hier auch wieder diese Bänder, ne? Sieht man dann halt, wo man gebräunt ist, aber ja, mir macht das überhaupt nichts aus. Und jetzt mache ich mich so langsam mal fertig, weil wir jetzt gleich zum Essen gehen. So sieht es jetzt heute Abend aus, hier bei uns. Und zwar gibt es Cena di Gala. Jetzt sind wir mal gespannt, was uns erwartet. Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr schön hier aus. So sind die Tische gedeckt. Schaut. Hast du Hunger, Oma? Ja. Ich habe auch Hunger. Und du, Max? Hast auch Hunger jetzt? Poolroboter ist da. Bräuchte Max auch so ein Ding, ne? Guten Morgen aus Tropea. Ein letztes Mal. Dieser Ausblick. Schade, schade, es ist schon wieder vorbei. Wir haben schon den Koffer gepackt, jetzt geht es zum Frühstück. Jetzt müssen wir uns beeilen. Den Händen meiner Mama geht es wieder besser. Wir haben das Beste draus gemacht, der Arzt war ja gestern da. Und ja, jetzt gehen wir erstmal zum Frühstück und dann geht's los. Dann sehen wir meinen Papa wieder und die Bella. Yay! Die haben bestimmt wieder die beleidigte Leberwurst. Also, auf geht's zum Frühstück. Und der Zara oder die Zara, nee, die Zara, oh mein Gott, Entschuldigung. Oh, der Opa, die Oma vermisst. Ja, da ist eine wieder da. Ja, Bella, ja, hast du mich vermisst? Ja, hast du mich vermisst? Ja, guck mal her, ja, guck mal her. Oh, Happy, halt die Klappe, Nervensäge. Da ist er, bist der nervigste Hund der Welt. Ha, jetzt bellst du nicht. Du, Frechdachs. Hast die Bella ganz schön geärgert. Ganz schön geärgert hast du die Bella. Ein bisschen Joghurt, komm mal. Mm. Ja. Ja, da ist ja die Feine. Die freut sich. So, die Oma hat ja lecker gekocht für uns. Wir essen jetzt. Ach, da freue ich mich am meisten drauf. Lecker, lecker, Bella, lecker. Bitte, bitte, bitte. Lecker. Lasst es euch schmecken. Luke, bei dir noch ein bisschen mehr Parmesan, oder? Ja. Ich kenne mich doch.
Hallo, hallo, meine Lieben. Ich wollte mich doch noch ganz kurz bei euch melden und euch berichten, wie das mit dem Thiazin-Haarserum bei meiner Mama funktioniert hat. Ich setze mich jetzt hier einfach mal aufs Bett. Dann kann ich euch noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich es meiner Mama zugeschickt habe, beziehungsweise dass ich es überhaupt zugeschickt bekommen habe, sagen wir es mal so. Und dass meine Mama das getestet hat, weil sie tatsächlich sehr, sehr unglücklich war in den letzten Monaten. Einfach stressbedingt hat sie so viel Haarausfall bekommen. Und das Mittel hat ihr sehr geholfen. Warum bekommt man überhaupt Haarausfall? Das kann natürlich an mehreren Faktoren liegen. Zum einen hormonell bedingt zum Beispiel, verschiedene Umwelteinflüsse, schlechte Ernährung, unausgewogene Ernährung, was jetzt bei meiner Mama nicht der Fall ist, Schlafmangel auf jeden Fall und dann wie gesagt Stress. Dann kann es natürlich auch Veranlagung sein, also es gibt psychische Störungen zum Beispiel oder wenn man sich zu oft die Haare wäscht und stylt, oder. Also wie gesagt, sehr, sehr viele Faktoren, die eben Haarausfall herbeirufen, was wir alle nicht wollen. Aber meiner Mama hat es tatsächlich sehr geholfen. Meiner Mama war es jetzt so, dass sie sehr viel Stress hatte, psychischen Stress und viel Schlafmangel, nachdem wir hier drüben ganz komische Nachbarn haben, die eingezogen sind. Meine Eltern haben sich das Haus hier nebendran vor Jahren mal gekauft, um sich ihre Rente quasi zu sichern, wenn man das so auf Deutsch sagen kann, Rentenabsicherung wahrscheinlich auf Deutsch, und die zahlen einfach keine Miete, sind Mietnomaden. Meine Eltern sind beim Anwalt und waren schon bei der Polizei und so weiter, also eine richtig heftige Geschichte, und das ist meiner Mama leider eben nicht so gut bekommen. Aber dank des Haarserums geht es ihr jetzt, was die Haare betrifft, wieder besser. Meine Mama ist, was die Inhaltsstoffe auch betrifft, sehr, sehr kompliziert. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen am Meer. Also sie bekommt schnell irgendwelche Allergien, was man ja auch gemerkt hat. Ich habe euch auf Snapchat mitgenommen. Sogar der Arzt musste kommen ins Hotel, weil meine Mama eine schlimme Entzündung bekommen hat an den Händen. Sie hat jetzt Cortison bekommen, Antibiotikum und noch eine andere Salbe, was natürlich nicht angenehm war. Aber bei diesem Mittel hier wirklich, das verträgt sie wunderbar. Ich habe euch das jetzt mal nochmal hier rausgeholt, um euch zu sagen, was darin nicht enthalten ist, was super wichtig ist. Denn diese Inhaltsstoffe, man muss ja auch dazu sagen, man trägt sich das ja tagtäglich auf die Kopfhaut, und dann sollten die Inhaltsstoffe natürlich sehr hautverträglich sein, und das sind sie tatsächlich. Wir haben jetzt hier nicht enthalten Hormone, Cortison, Mineralöle, Parfüm, Farbstoffe, Silikone und Phthalate, was natürlich wirklich super ist. Also meine Mama hat es ganz, ganz toll vertragen. Thiazin-Haarserum, das hat ein körpereigenes Molekül, das nennt sich Thiocyanat. Voll der Zungenbrecher. Und das Ganze stärkt die Haarwurzel und schützt sie gegenüber wachstumsstörenden Einflüssen und somit zur Vorbeugung und Pflege bei erheblich bedingten Haarausfall oder schütterndem oder eben dünner werdendem Haar. Auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz eben darüber berichten, weil ich es euch versprochen hatte. Ich habe dazu auch noch einen Rabattcode. Da könnt ihr mal unten in die Infobox schauen. Der Happy nervt irgendwie gerade, ne? Das ist der nervigste Hund der Welt, sagen wir immer, weil er die ganze Zeit bellt. Scheinbar kommt da gerade jemand. Jedenfalls schreibe ich euch den Rabattcode mal unten in die Infobox, falls es ein Produkt ist, das euch eben auch interessiert bzw. interessieren könnte. Und jetzt feiern wir den Geburtstag nach vom Max. Der ist ja 18 geworden im Mai. Im Mai hat auch meine Mama Geburtstag gehabt und mein Papa, der hatte jetzt im August Geburtstag, und der Moritz auch. Wir stoßen jetzt auf die 4 an. Wollen wir jetzt noch kurz singen ein Lied? Cantiamo la canzone? Ja, wer wurde? So, das Auto ist jetzt gepackt, leider. Und jetzt haben wir 1836 Kilometer vor uns. Also eine lange Strecke, und ich bin ziemlich traurig, weil ich mich jetzt von meinen Eltern verabschieden muss. Ja, das ist natürlich jedes Mal nicht so schön, aber ich hoffe natürlich, dass ich sie bald wiedersehen kann. Wenn Gott will, so wie meine Mama jetzt sagen würde. Wahrscheinlich dann in einem Jahr. Leider. Also, auf geht's nach Hause. Meine neue schöne Uhr lasse ich jetzt bei meiner Mama, weil sie so verliebt war und hat gesagt, oh, die ist aber schön. Und deshalb lasse ich sie jetzt bei ihr. Und ich weiß, dass sie in guten Händen ist, und meine Mama hat sich total gefreut. Ja, okay. Also, jetzt müssen wir aber wirklich los. Das Auto steht bereit. Vollgepackt. Da ist es. Und jetzt müssen wir uns wirklich verabschieden von diesem wunderschönen Ort hier. Schaut mal, wie schön der Garten ist von meinem Papa. Ja, also, los geht's. 18 Stunden haben wir jetzt vor uns. Ja, alles. Sein Opa schön Tschüss sagen. Wir sind übernachten im
Deutschland. Ne? Aber in der, ja, muss man organisieren. Muss man organisieren. Oh, die hat mich halt wirklich voll aufgeklärt. Den schieße ich jetzt ab. Oma. Opa. Bis zum Morgen jetzt in Deutschland. Lass die Mama über und kommst wieder und holst sie halt. Okay. Okay, ist gut. Unterschreib schon mal. Eine Richtung.